Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Nichts. Mir gefällt es nicht, hergeschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Wir sind verbunden. Sparrow verfügbar. Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Vex. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Und sie können sich teleportieren. Na, großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren. Bringen wir sie wieder online.
Die Wegsensoren sollten sich vor uns befinden. Diese Sensoren decken mehrere Kilometer ab. Ich sollte die Maschinen jetzt aufspüren können. Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Registriere Vex. Wir sind umzingelt. Hier ist es? Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Faszinierend. Ein Konflux nicht-baryonischer Ströme, die... wohin führen? Nein, nein, nein! Es sind die Vex in Deckung!
sind das für Dinge? Sind noch welche intakt, damit ich sie analysieren kann? Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemein, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das.
30 BLNR und DGS-6 sind ausgefallen.
Jäger. Sehr schick, Jäger. Ich sollte mich wieder meinem Studium widmen. Russisch. Aus den letzten Tagen des goldenen Zeitalters. Ein religiöser Text, glaube ich.
Priorität für den Sprecher. Aus den letzten Tagen des goldenen Zeitalters. Ein religiöser Text, glaube ich. Schon mal gesehen. Okay. Das hier ist älter als jeder Kodex. Älter. Pass auf dich auf. Komm bald wieder. Wir brauchen die Herausforderung. Guten Morgen, Hüter. Erfülle deine Pflicht. Ich weiß, dass du deine Pflicht erfüllen wirst. Schlag dich wacker, Hüter. Und ist das Kosmodrom so übel, wie alle behaupten? Sind ausgefallen.
Wir begaben uns zum Mond, um nach Vergeltung zu suchen. Doch wir wurden zuerst gefunden. Kota, der Sohn von Oryx. Wir hatten nie etwas wie ihm gegenübergestanden. Am Ende war nur ich übrig. Kota und seine Armeen zerstörten unseren Mond. Ich fürchte, der Erde wird dasselbe Schicksal widerfahren, sollten wir sie nicht aufhalten. Sardon befehligt die Schar-Ausgeburt auf der Erde. Durchsuche die Grotten, finde dieses Monster und setze ihm ein Ende. Sardon ist der erste von Krotas Gesandten. Seine Armee half dabei, den Mond zu zerschmettern und für seinen Meister zu erobern. Seine Anwesenheit ist ein Zeichen. Die Schar bereitet sich auf das Erwecken von Krotas Seele vor. Thank you.
Ich überlebte jahrelang in den Tunneln der Schar unter der Mondoberfläche. Die Schatten wie die Schar nutzend. Halt die Augen offen.
Sardon niedergestreckt wurde, kommt zu mir. Es gibt viel zu tun. Die restlichen Gesandten von Crota werden nicht ruhen, bis die Erde für die Rückkehr ihres Meisters bereit ist. Was kann ich für dich tun, Titan? Oh, interessante Wahl. Das ist etwas Besonderes. Pass auf dich auf. Du hast die Faust von Crota besiegt, aber die Bedrohung bleibt. Crotas Armeen suchen nach dem letzten Kriegsgeist. Halte sie auf, bevor sie Rasputin finden. Lass uns dir helfen, Hüter. Habe nie auch nur einen Moment an dir gezweifelt, Hüter. Wirklich gut gemacht.
Im Licht des Reisenden, Hüter. Rasputin ist der letzte der Kriegsgeister. Sie waren die größten Verteidigungssysteme, die jemals entworfen wurden. Ein riesiges Netzwerk aus Satelliten und Massenvernichtungswaffen, gebaut, um die Menschheit zu beschützen. Krotas Armee versammelt sich in der Nähe eines versteckten Bunkers eines Kriegsgeistes. Wir können nicht zulassen, dass die Schar Rasputin zerstört. Oder schlimmer, ihn kontrolliert. Unter der vergessenen Küste befindet sich ein Geheimgang zum Bunker des Kriegsgeistes. Halte die Schar davon ab, Rasputin zu erreichen. Rasputin schweigt immer noch, aber er kämpft für unseren Schutz. Wir können nicht zulassen, dass Krotas Armee einen Weg findet, die Verteidigung des Kriegsgeistes zu umgehen. Oder Krotas Gesandte werden die Erde überrennen.
diese Musik? Rasputin ist in Schwierigkeiten. Ich habe noch nie erlebt, dass er Gäste hereingebeten hat. Finde den Kontrollraum. Die Schar. Sie haben einen Weg hineingefunden. Sie dürfen Rasputin nicht erreichen. Finde die Steuerung. Vergewissere dich, dass Rasputin nicht von der Schar zerstört wurde. Da stimmt etwas nicht.
Gut gemacht, Hüter. Rasputin ist sicher. Aber Krotas Armee ist stärker, als ich dachte. Wir können nicht ruhen. Es ist an der Zeit, sie aufzuhalten, bevor sie Krotas Seele erwecken. Wo kommt das alles her? Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Wie haben die Erwachten überlebt? Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern.
was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Gefallene! Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung, Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Euch einen Schlüssel. Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vextor-Lords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder sterbt auf der Venus. Egal. Bevor du wahnwitzige Versprechen gibst, solltest du mit mir reden. Wenn wir einen Torlord ausschalten wollen, müssen wir wissen, wie die Dinger funktionieren. Finden wir den Größten, den wir erwischen, und schnappen uns sein Gehirn. Okay. Es gibt eine starke Wegsignatur an der Küste. Erledigen wir das Ding und bringen seinen Geisteskern zu einem der alten Labore der Akademie.
direkt vor uns. Eine extrem starke Wegsignatur. Genau, wonach wir gesucht haben. Faszinierend. Auf zu dieser Forschungsstation. Geisteskerne sind biologisch. Es gibt aber keine Verbindung zu uns bekannten Lebensformen. Ich bin gespannt, was man über sie weiß. Diese Ruinen sind älter als die Menschheit, und zwar ein paar Milliarden Jahre. Und überall treiben sich Wächs herum. Die Forschungsstation. Die Gefallenen nehmen sie auseinander.
Gute Arbeit. Hier muss es irgendwo eine Zentraleinheit geben. Da ist eine. Mal sehen, ob ich sie zum Laufen kriege. Sie funktioniert noch. Gleich wissen wir, was Sie hier entdeckt haben. Lex, Sie kommen! Von Einheiten teilen sich einen Verstand. Darum reagieren sie so schnell. Können sich im Nu durch ganze Sonnensysteme bauen. Ich weiß, wie wir einen Torlord finden. Jeder Vex ist Teil eines riesigen Netzwerks, das sich über den ganzen Planeten erstreckt. Wenn es mir gelingt, in ihr System einzudringen, können wir einen Torlord hervorlocken.
eigenen Augen gesehen. Der Kriegsgeist ist sicher, aber Krotas Seele erwacht. Geh zum Tempel auf dem Mond, bevor Krota seine volle Macht erreicht. Aus dem. Was kann ich für dich tun, Titan? Gut, gut, gut. Gute Wahl. Sehr interessant, wie immer. Ich sehe nach.